Hallo hier wieder zusammen, willkommen wieder zurück. Und ihr seht es jetzt auch schon, also natürlich bei FIFA 15, 14, ja genau, 15. Ja, ich bin mal wieder im Anstoß drin. Real Madrid gegen Heidenheim kennen wir ja schon. Und ich habe mir nochmal ein paar Modifikationen hier vorgenommen. Und zwar zum einen das hier Benutzer-Gameplay. Ich habe jetzt eigentlich nur die Schusshärte auf Maximum, die beiden auf 0. Ne? Und gut, Torwartfähigkeit auch mal auf 0, weil ich sie jetzt auch noch was anderes ausprobieren wollen würde. Wenn natürlich schlussendlich mal die Trophäe aufploppt. Und Fehlerhaftigkeit für das Touchballannahme auch auf 0. Natürlich bei CPU sieht die Sache anders aus. Sprint im Bahntritt auf 0. Die beiden auf 100%. Schusshärte 0, Passgeschwindigkeit 0. Das hier fast auch Maximum, bis auf das. Torwartfähigkeit, normal meine ich nicht Maximum. Stellungsspielmanndeckung CPU auch auf 0. Genau, und das hier noch Fehlerhaftigkeit für das Touchballannahme 100%. Ja, so. Deswegen probieren wir es jetzt einfach nochmal, weil ich will nämlich endlich diese anderen Kack-Trophäen. Weil das nervt mich irgendwie. Die ich weiß, dass sie halt durch Zufall nach wie vor ja sein sollen. Schade. Genauso auch hier wie. Depp. So. Ja. Gewaltig vom Glück, so es dann auch mit abhängt. Eine fantastische Atmosphäre im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung. Und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Maßstäbe, das war es alles schon mal nichts, den Trainer besser umsetzen kann. Ja. James Rodriguez. Oh, scheiße. Gibt er denn noch? Ja. Tolle Flanke. Gut. Dann kann man nämlich jetzt mal das andere probieren. Gehalten, aber noch heiß. Nein. Ach man. Tor hätte man noch ein bisschen auch noch hinfallen sollen. Langsam unter Boah. Der Linie gerettet. Genau. Jetzt haut er den gleich noch raus. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Nein! Ach komm schon! Es muss doch Elfmeter geben. Es gibt Elfmeter. Nein! Ich will keinen Elfmeter! Fuck! Ja, ja. So, machen wir das mal der. Genau! Ja, ja, ja! So! Und das war jetzt auch nicht wieder mein Sinn. Professionell verwandelt dieser Elfmeter. Soll straflos und nur eine Frage der Psyche. Ja, und damit haben wir hier die Führung für die Mannschaft von Nein. Real Madrid. Bam. Ja, aber, wie man jetzt wieder sieht, eine kleine Trophy. Das weiß er wohl auch noch nichts. Egal, ich würde probieren. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Wunderbar gemacht von Cristiano Ronaldo. Die hat er drauf, die Dinger auf der Distanz. Und der Gegner hat sie offensichtlich vergessen. Da hat er toll Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper. Leo. Doch, fuck. Und Eckball gibt's. Wollte ich mal so probieren. Nein, 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 nein. Sergio Ramos. Und der Ball, er zappelt im Netz. Aber wollen wir noch nichts. Furchtbar, 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 furchtbar. Er ist volles Risiko gegangen und wurde los. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Was für ein Hammer, den er da auspackt. Uiuiuiuiui. James Rodriguez. Unglückliche Parade. Fuck. Alles wartet auf den Eckball jetzt. So, jetzt werde ich ihn nochmal probieren. Die andere wieder. Lol. Na toll. Scheiße. Das war wohl nix.
Sergio Ramos. Boah. Der Torwart Glück gehabt. Fuck. Von der Latte segelt der Ball ins Tor aus. Oh, man muss es ja mal blind machen. Modric. Benzema. Bisher haben sie hinten nach den Eckbällen gut gestanden. Das Bällchen ist noch heiß. Nein. Das ist echt so verdammt schwer, ja. Benzema. Die Kugel trifft zuerst den Torwart und findet dann den Weg ins Netz. Gut. Ah. 4-0. Aber es sind immer noch nichts. Ich weiß ja, dass wir das auch geschrieben haben, von wegen nachher Dingelsbummens im Foot-Team. Kann man das Ganze hier anscheinend auch machen. Gut. Ah, das ist halt. Ja, Modric. So eine Sache, weil es ja klar extrem noch mehr von Zufall abhängig ist. Oh. Stürmer bereiten sich vor, die Abwehrspieler auf. Scheiß Torwart. Es gibt Eckball. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Shit. Das war also auch nichts. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Na. Bum, 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 bum. Bei der Rangelei um den Ball. So wir sind einfach mal von hier. Bam. Boah. Also wenn der rein wäre, würde ich jetzt fast sehen, dass es Bling gemacht hat. Buttonschuss. Ey. Was ist denn jetzt hier los? Na? Nein. Na, das ist die Halbzeit. Ja. Gut. Das Halbzeitresultat. Eine ganz, ganz klare Sache. Bislang jedenfalls. Also ein paar Dinge waren da schon dabei, die knapp waren in der Trophy. Jetzt hat der Schiedsrichter die zweite Halbzeit angepfiffen. Das ist bislang eine einseitige Sache. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt und weiter heißt es auch. Fuck. Nee. Da renn halt hin. Das gibt es nicht. Hier gibt's einen Eckball nach dem anderen. So, dann die andere nochmal. Nein, das lagert zwar, der Ball ist weit weg. Na. Shit. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Ah, oh, nicht schlecht. Jetzt wird gewechselt. Cristiano Ronaldo. So, wo sind wir hier nochmal? Oh, da ist noch alles drin. Nein. Wieso springt denn da in der Ball so weit weg? Ne? Nein, nicht schon wieder Elfmeter. Müssen wir wirklich darüber diskutieren? Nein, Strafstoß. Ja, ja.
So, schieß halt das Ding auch nochmal rein. Oder nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Benzema. Erstmal nur abgewehrt. Los, Ronaldo, mach hast du dein Geld? Hey, lol. Los. Benzema. Na. Aber trotzdem nichts. Ding hintereinander, der wird glücklich sein heute. Aber jetzt guckt ihr das nochmal an, da wiederholen. Das ist ein Killerinstinkt. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Also der Sieg war ja von vornherein eingeplant, aber es ist tatsächlich ein Spaziergang geworden für die Heimmannschaft. Schau. Eine Komfort. Jetzt wird es brenzlig. Guck mal hin. Der Fassi. Der Tor. Das ist keine 35 Meter, das ist jetzt auch klar. Und da ist schon wieder ein Tor. Und schon wieder für Real Madrid. Die königlichen sensationellen klare Führung jetzt. Diese Führung. Ach. Freistoß gegen Real Madrid. Geil. James Rodriguez. Tja, aber immer noch nichts. Das war ein toller Schuss aus der Distanz. Da muss man ja kein Fan sein, um das anzuerkennen. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Was für ein Schuss aus dieser Distanz. Was für ein Tor. Eieiei. Benzema. Oh Gott. Das sieht der Torwart schon im Ansatz, dass der deutlich über seinen Kasten geht. Los, los, los. Tja, aber immer noch nichts. Also langsam glaube ich echt, dass die Trophäe irgendwie leicht verpackt ist. Beziehungsweise hier im normalen Spiel nicht möglich ist. James Rodriguez. Langsam finden sie Gefallen dran. Wieder Ecke. Schau. Probieren wir halt das andere nochmal. Nein! Natürlich hat er den Ball wieder. Hätte er es gerade nicht reingehen können. Der Gegner ist am Boden und sie treten weiter munter drauf. Aber es wird hier auch total einfach gemacht. Das gibt's doch gar nicht. So, nein. Ganz, ganz kleine Überlegenheit. Noch ein Tor oben drauf. Das ist eine klare Geschichte. Gut. Nein. Die Fans von Real haben Spaß. Denn ihre Mannschaft geht hier als so. Sieger vom Platz. Nein. Machen wir das gleich jetzt nochmal. Was für ein mit Neustarten. Einmal probieren wir es jetzt so. Genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Bam. Denkbar. Können die da was draus machen? Ne. Ballimaus, Einwurf. Marcelo. Modric.
So, holen wir das andere nochmal. Das ist keine Aufgabe für den Torwart hier. Nee, nicht wirklich. Also, das war easy. Ja, aber das war jetzt sowas von flatter Ball und definitiv weiter weg von 35 Meter. Und das Ding ist nicht drin. Wow, den hat er aber wirklich reingezimmert von da draußen. Und den hat er super getroffen. Und eigentlich musste sich der herumgesprochen haben, dass er auf dieser Entfernung brandgefährlich ist. Über da. Hat er toll Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper. So, gleich jetzt wie hier. Ne. Eher nisch. Wird das funktionieren? Was für ein toller Treffer aus ganz weiter Ferne. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihn schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen. Und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats, das hat er hier gezeigt. Ja, sowas wollen wir hier sehen. Das ist Fußball. Schade. Groß. Mann. Schon wieder Eckball. Na gut, jetzt können wir wenigstens wieder das andere machen. Nein, ach komm, halt doch den Ball nicht fest. Er attackiert ihn, er will den Ball. Den hat er super gehalten. Ah, sehr fix. Muss man mal klar sagen. Klare Entscheidung, Ecke. Erstmal nur abgewehrt. Nein, wieso rennt er denn jedes Mal weg, der Ball? Toll. Das war jetzt mit der Picke wieder. Aber auch nicht das, was ich eigentlich will. Die drei Punkte sind im Sack und bei den anderen, da geht es so richtig auf den Ja, aber jetzt schau doch mal hin, Mann. Da ist überhaupt keine Gegenwehr, gar nichts. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschlitzt. Solche Distanzschüsse kann der Keeper natürlich nur lachen. Das Ding muss er sicher haben und er kriegt es sicher unter Kontrolle. Ja, aber bei der Entfernung, da sind wir uns einig, Manni, den muss er natürlich auch locker aus. Das Bällchen ist noch heiß. Im zweiten Versuch Ach. Hat er ihn. Toll reagiert. Ist das scheiße hier. Nee. Einwurf. James Rodriguez. Hey. Modric. Und Boah. Auf der Linie gerettet. Es gibt Eckball. So, nochmal. Dass ich selber nicht hinschmeißen kann oder sowas. Mei, was ist jetzt mit dem Keeper los? In aller Ruhe den Ball hingelegt, genau geschaut, Eckstoß. Modric. Der nächste Treffer, der nächste Rückschlag für den Gegner. Ja. Das war mal wieder Aluminium. Das nenne ich mal ein Pfund, ein Überpfund. Da gab es nicht viel zu halten. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum
kommen lassen. Auch und besonders David. Was für ein Schuss aus dieser Distanz. Was für ein Tor. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Ach, steh doch auf, du. Wieso schießen die denn nie vom Boden? Benzema. Ich hab ja immer die Horrorvision. Ja, da fängt der Schulter an. Ja, die holzen dann aber auch so brachial weg. Ja, da kannst du gar nicht mehr schießen dann. Das hat er ganz locker. What's da? Ja, das wirkt fast schon lässig. Cool. Ja, so eine Chance, die lässt er sich natürlich nicht entgehen. Sein Strafstoß und nur eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob die andere Mannschaft. Gott, Ratz hat sie die zweite machen. Halbzeitstand 5:0. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Wir haben eine Mannschaft mit einer komfortablen Führung. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sie sich taktisch verhalten. Geben weiter Gas oder schaukeln Sie das Ding hier einfach nur noch über die Zeit? Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. James Rodriguez. Sie holen jetzt hier einen Eckball nach dem anderen raus. Irgendwann muss einfach mal ein Tor fallen. Ja, genau. So ist ja noch keiner gefallen. Ja, perfekt. Das ist eine richtig gute Aktion, ein Beleg für eine exzellente Torhüterleistung. Ich glaube, ich kam noch nie zu einem Schuss im Liegen. Wenn ja, da habe ich verdrängt. Und schon wieder dürfen sie einen Eckball führen. Na toll. Ja, der Spieler ging da unfair in den Zweikampf. Nee, gar nichts. Deswegen gibt's Freistoß gegen Real. Na los. James Rodriguez. Oh Gott. Da hat er sich beim Schuss überhaupt nicht konzentriert. Fast schon überheblich. Dim. Nice. Ein weiter Ball auf Karim Benzema um Haaresbreite daneben. Und das aus dieser Entfernung. Ja. Nö. No. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. James Rodriguez. Nein. Ach Mann. Penner. Benzema. So, nochmal. Scheiße. Ach Mann. Modric. Spielt er richtig gut. Letzte Tor. Eine richtig feine Aktion und völlig ohne Aufregung. Gehalten, aber noch heiß. Jetzt schießt er. Und so einfach der Ball gar nicht zu haben. Kullert der da noch auf dem Boden rum. Mann. Wird bei der Annahme erfolgreich gestört. Groß. Und er ist drin. Ja, aber wie nichts. Was für ein Punkt, ein Kilo. Brillant gemacht. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihn schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen. Und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats, das hat er hier gezeigt. Da hat er toll Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper.
So, Ronaldo, du nochmal dein Glück hier. Nee, ne? Da schießt echt keiner vom Hosenboden aus. Ball, kriegt er ihn? Benzema. Bam. Und schon wieder gibt's einen Eckball. Na, das wird aber auch nichts. Er fängt nicht nur die Bälle, er spielt mit, der Keeper. Nee. Und das sieht auch richtig gut aus. Das macht er ganz sicher und äußerst souverän. Das war eine Glanzparade des Keepers. Hier gibt es einen Eckball nach dem anderen. Und schon wieder gibt es Eckball. Scheiße. Ja, das war es jetzt eh wieder. Na los, mal hin. Ja, gut. Nee, sollte mal wieder nicht sein. Kein Plan. Deswegen, nein, will ich nicht. Ja, Spiel beenden. Das war's. Ich sage trotzdem mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Haltet ihr und steif. Servus und ciao.